Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik. Eigentlich ist die gar nicht so neu. Es ist nämlich folgendermaßen. Ich habe ja meine totale Langeweile-Rubrik. Und in dieser Rubrik habe ich eigentlich immer damals gesagt, okay, wenn ich jetzt einfach mal Langeweile habe, mache ich die Kamera an und laber irgendwas. Ich kann ja über irgendwas reden. Das ist immer. Es gibt immer Themen, ja. Wie zum Beispiel, was habe ich mir gekauft, was habe ich gezockt, was kann ich zu bestimmten Sachen sagen, wie schaut es bei mir aus mit dem Kanal und so. Es gab aber irgendwann mal auch immer die Idee, dass ich Fragen mit einbringe, wenn ich mal nichts zu erzählen habe. Das Problem war aber, wenn ich beides kombiniert habe, waren dann die Videos fast knapp eine Dreiviertelstunde lang, das muss nicht unbedingt sein, ja. Wenn ich aber zum Beispiel das aufgeteilt habe, dann war es manchmal so, dass Fragen bei diesem Fragen-Video dann von 4 Monaten waren, die waren nicht mehr aktuell und so, und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd und schade. Ich will natürlich auch, ich bemühe mich zumindest alle Fragen, die ihr mir stellt, zu beantworten. Manchmal klappt es nicht, ja, aber ich probiere es zumindest, und deswegen will ich auch euch nicht irgendwie enttäuschen, wenn eure Frage jetzt nicht beantwortet wird, nicht von mir und nicht in dem Video. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach einen Split. Ja, das heißt, totale Langeweile bleibt das, was es eigentlich ursprünglich gedacht war. Und zwar irgendein Nerd mit hässlichen Haaren, die wieder mal an den Seiten rauswachsen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte da meistens natürlich nicht drauf. Ich bin so einer, ich schmink mich nicht vor der Kamera. Ich habe schon ganz andere Leute gesehen, die haben sich eine Stunde lang vorher fertig gemacht, bevor die vor die Kamera gegangen sind. Mir ist es eigentlich egal, das bin ich halt. Aber ich bin auch ein bisschen froh, weil dann kann ich später in 10 Jahren oder 20 Jahren schauen und sagen, guck mal hier, da hatte ich noch Haare. Ja? So, bei mir fallen sie auch langsam aus, ich werde alt. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich will splitten. Nee, Quatsch, ich wollte erzählen, ja, totale Langeweile war eben die Rubrik, wo ich mich hinsetze und einfach über irgendwas rede, und das ist, glaube ich, irgendwie dann auch besser, und deswegen gibt es heute die Rubrik Jetwin hat eine Antwort. Tja, das ist sozusagen meine Frage-Antwort-Videoreihe. Ich habe ja eigentlich das schon immer gemacht, aber nie als richtige Rubrik. Und ich habe mir gedacht, diese Rubrik kann man aber auch so ein bisschen splitten und mal immer wieder einbauen. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir bitte unten in die Kommentare oder könnt auch eine Private Message bei YouTube hinterlassen. Und ja, wir wollen auch nicht so lange rumreden. Ich fange auch direkt mal an. Und zwar fragt mich Sascha Fay: Hallo Jetwin, was sind deine Lieblingsspiele? Ich glaube, die Frage muss ich einfach nicht mehr beantworten. Das Problem ist allerdings, so eine Frage kommt natürlich immer mal wieder, weil die Leute auch immer wieder dann auf den Kanal stoßen, den abonnieren. Die wollen natürlich wissen, was ist das für ein Typ? Ja, er zockt zwar ein bisschen, aber was sind denn deine Lieblingsspiele? Und deswegen verstehe ich die Frage meistens. Sie kommt zwar häufig, ich müsste mal irgendwie so ein Standard-Video machen oder so, wer ist Jetwin? Und dann mache ich das oben auf dem Kanal und jeder wüsste Bescheid, wenn er auf den Kanal stößt. Oder so ein Intro-Song, wo alles mal vermerkt wird. Ich habe leider kein Fruity Loops mehr drauf. Ich habe ja damals viel mit Fruity Loops gearbeitet. Ich habe das nicht mehr drauf, deswegen kann ich keine Lieder mehr machen. Aber wäre mal cool, so ein Intro oder so ein Kanalsong oder sowas. Wäre ganz cool. Muss ich mir mal überlegen. Ja, und was sind meine Lieblingsspiele? Muss ich natürlich jetzt nicht beantworten. Habe ich 100 Mal gemacht. Aber ein richtiger Gamer hat viele Lieblingsspiele, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt aber schon so ein paar, die stechen aus der Reihe raus. Die kann ich auch immer wieder spielen, und das kennt von uns jeder. Ich muss auch sagen, viele Leute haben eben ihre Lieblingsspiele in ihrer... Oder sie vergöttern manche Spiele nur, weil sie damals gespielt haben. Ja? Ich habe das, glaube ich, mal erwähnt in so einem Vlog. Man hat ja manchmal so eine rosa-rote Brille auf. Und manche Spiele, die vielleicht heutzutage... Also manch anderer Gamer findet das Spiel eigentlich gar nicht mal so pralle, aber man selber findet das unfassbar geil, weil es eben vielleicht damals so eine gewisse Substanz
auf einen gewirkt hat. Zum Beispiel Kingdom Hearts habe ich mir oft sagen lassen, ist so ein Spiel, das ist an sich nicht unbedingt großartig. Ich habe es ja selber nicht gespielt. Aber die Leute, die es gespielt haben und ein bisschen vielleicht damit aufgewachsen sind, die haben eine gewisse Verbindung damit. Und davon gibt es ja eine Menge. Final Fantasy VII, viele sagen, ach, Final Fantasy VII ist scheiße, 6 ist besser. Aber ich zum Beispiel auch ein Final Fantasy VII Kind, ich bin damit aufgewachsen. Deswegen ist auch Final Fantasy VII mit Teil 8 für mich das beste Final Fantasy. Ich glaube, objektiv gesehen ist bestimmt 6 der beste, aber kann ich nicht beurteilen, habe ich nie gespielt. Nächste Frage. Wer ist dein Lieblings-Videospielheld? Eine sehr, sehr schöne Frage. Ich habe ja auch mal eine Top 10 gemacht, das ist schon ultra lange her. Da hat sich auch ein bisschen was geändert. Also es gibt so ein paar Leute, die in diese Top 10 hineinkommen würden. Das Problem ist, Videospielhelden, das ist immer schwer zu sagen, weil es gibt meiner Meinung nach zwei, drei Arten von Videospielhelden. Es gibt so diese Helden, die werden vergöttert. Viele lieben sie, viele finden sie geil, cool. Ich würde selber gerne so einer werden. Das Problem ist, sie sind meiner Meinung nach ein bisschen, ja, nicht überhyped. Ich hasse es übrigens, das muss auch mal loswerden. Ich hasse das Wort überhyped oder overhyped. Das ist für mich ein Wort, jetzt springe ich zwar von einem Thema zum anderen, aber egal, muss ich unbedingt loswerden. Wenn man sagt, dann Spiel ist überhyped oder overhyped, dann sagt man quasi, ich habe Recht und ihr habt Unrecht. Ja? Und ich finde, sowas ist irgendwie voll gemein. Ja? Das ist irgendwie eine fiese Aussage. Wenn ich jetzt sagen würde, boah, ey, ich finde voll Minecraft ist overhyped. Ja, warum soll das denn overhyped sein? Wenn das ein paar Leute geil finden und das voll regelmäßig zocken, dann lass die doch das spielen. Das ist dann nur nicht scheiße, nur weil du das scheiße findest. Und deswegen, overhyped ist ein Wort, das ist für mich die Geißel aller Videospieldiskussionen. Das geht gar nicht. Portal 2 ist overhyped. Ja, fick dich! Ja, würde ich direkt mal sagen. Jetzt zu den Videospielhelden. Es gibt so Videospielhelden, die haben so eine gewisse Wirkung. Und nur durch ihre Wirkung oder durch ihre Coolness sind sie auch so beliebt. Zum Beispiel nenne ich mal den Master Chief oder Solid Snake. Das sind so zwei Helden, das sind so Paradebeispiele für coole Helden. Man mag es mit denen zu spielen, weil sie eben wirkliche Helden sind. Sie haben Fähigkeiten, sie sind markante Sprüche oder vielleicht auch nicht. Oder sind halt stumm, ja, wie John Spartan und so. Sie wirken aber für mich auch ein bisschen so befremdlich, weil ich nicht genau weiß, was steckt denn dahinter? Was sind das eigentlich für Typen? Ja? Finde ich sie nur geil, weil sie cool sind? Oder finde ich sie geil, weil sie auch eine gewisse... Weil ich verstehen kann, warum sie das machen. Oder hier Dante, von Dantes Inferno. Devil May Cry meine ich. Und wehe, jetzt kommt mir irgendjemand mit dem Argument, du musst dir die Halo-Romane lesen, dann wirst du sehen, wie John Spartan wirklich ist. Das ist ein Argument, das gilt nicht. Ohne Scheiß, das gilt nicht. Ich hasse die Leute, die andauernd damit kommen, ohne Scheiß, wenn du die Romane von Halo gelesen hättest, dann wüsstest du, dass die Story und das Universum voll geil sind und so. Tut mir leid, für mich geht es, wenn wir um Videospielhelden reden, dann geht es für mich die Helden in den Videospielen, ja, und nicht in den Romanen, in den Comics oder Animated Comics oder so. Das geht mir total auf die Nerven, dieses blöde Argument. Genauso wie Gears of War. Ich finde, Gears of War ist halt gerade ein cooles Universum, muss ich echt zugeben. Ist zwar für mich im Spiel kaum erkennbar, aber es ist ein cooles Universum. Das Problem ist, die Storyline und so interessiert mich meistens gar nicht. Und viele kommen dann, du musst die Comics lesen, du musst das rum, die Romane lesen. Ich will die Romane nicht lesen. Ich möchte genauso, wenn ich ein Spiel spiele, möchte ich von vornherein das gleiche Wissen haben oder beziehungsweise muss ich sagen können, dass die Story in einem Spiel gut ist und nicht, dass ich nachträglich mir noch irgendwelche Sachen kaufen muss. Das ist völliger Bullshit. Tut mir leid. Und deswegen nochmal zu dem Thema. Ich habe jetzt gerade mal die zweite Frage hier und bin schon wieder voll krass hier weg vom Thema. Videospielhelden. Für mich sind Videospielhelden also wichtig, wenn sie authentisch sind. Wenn ich irgendwie verstehen kann, warum sie so denken, warum sie so handeln. Zum Beispiel nehme ich mal ein gutes Beispiel, gerade erst durchgespielt, The Darkness. The Darkness ist ein Spiel, es geht um Jackie Estacado. Und Jackie Estacado ist halt eigentlich ein Anti-Held. Das ist ein Typ, der ist ein Mafia-Killer, er tötet halt für seine Mafia, hat viel Dreck am Stecken und so. Aber aus diesem ganzen, ja, schlimmen Ereignissen kann er sich noch entziehen, indem er zu seiner Jugendliebe Jenny geht, ja? Ich spoilere jetzt übrigens, ich möchte jetzt einen kleinen Spoiler machen, sonst versteht ihr das nicht, was ich damit meine. Also wenn ihr The Darkness 1 noch spielen wollt,
Könnt ihr mal ein bisschen eine Minute vorspringen, aber es macht keinen Sinn, wenn ihr The Darkness 2 dann spielen wollt, weil das irgendwie der Aufhänger ist. Was ich sagen wollte ist, bei Jackass Takado ist es so, dass er sich entziehen kann, indem er halt zum Beispiel zu Jenny Romano geht. Und das ist im Spiel so geil gemacht, dass ihr dann teilweise zu ihr nach Hause geht, er hat ja Geburtstag, ihr seid in ihrem neuen Apartment, ihr unterhaltet euch normal, ihr setzt euch hin, ihr kuschelt miteinander, ihr könnt euch 2 Stunden lang, wenn du willst, kannst du das eine Woche lang so laufen lassen, mit ihr einfach auf der Couch zu sitzen, sich zu küssen und so, ja, und das heißt, man versteht irgendwie diese Liebe dazwischen den beiden. Und dann wird dir im Spiel, mitten im Spiel, eben diese Liebe genommen, indem jemand Jenny tötet. Und die Rache, die er dabei verspürt, und dass er halt fast gar nicht mehr leben will, er hat ja nichts mehr zu verlieren, eben das, finde ich, ist irgendwie eine plausible Erklärung, warum ich zum Beispiel jetzt so ausraste, dass ich 20 Leute töte, ja. Und deswegen ist für mich so ein Videospielheld einfach viel mehr, viel authentischer und macht mir mehr Spaß zu spielen. Wer aber mein Lieblingsvideospielheld ist, boah, ich habe jetzt bestimmt, also ich habe jetzt 11 Minuten geredet, ich habe noch nicht mal 2 Fragen. Mein Lieblingsvideospielheld ist George Stobbart. Das ist der Held aus Baphomets Fluch. Im Grunde genommen ist es eigentlich nicht so, dass er ein gewisses Ziel verfolgt. Klar, natürlich, aber nicht so aus bestimmten privaten Gründen. Das Coole am George Stobbart ist, dass er an sich halt ein total langweiliger Typ ist. Er sieht halt langweilig aus, hat eine blonde Frisur und irgendwie hier so ein grünes Jackett und eine normale Jeanshose. Ist ein Langweiler an sich, ja. So ein typischer amerikanischer Tourist. Das Coole ist, dass er durch seine Gedanken und durch seine Dialoge wirklich sympathisch rüberkommt. Er ist halt ein normaler Typ, aber er hat so einen gewissen Witz, einen Charme. Er ist sympathisch, er ist sarkastisch und so. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich könnte mit George Stobbart eigentlich Liebe machen. Frage von Joey Toy. Mit wie vielen Jahren wirst du aufhören zu zocken? Ich glaube, ich werde... Also, man muss das mal kurz erzählen. Ich bin... ich weiß nicht, es gibt so Leute... Besonders wenn man ein bisschen jünger ist, so in der Schule gibt es Leute, die spielen nur, weil sie eben so einen Lückenfüller für ihren Alltag haben wollen. Weil sie Langeweile zu Hause haben, nicht wissen, was sie machen sollen, dann zocken sie mal eine Runde WoW. Ja, und dann, wenn sie ein bisschen älter sind, dann ziehen sie aus, kommen vielleicht in eine Beziehung und dann verfließt langsam dieses Interesse. Und bei mir ist das allerdings so, dass ich eigentlich schon immer total begeistert von dem Ding war und auch heute, wenn ich nicht so viel Zeit habe, ja, ich meine, ich arbeite lang, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich auch noch, ja, sowas nennt sich, ich weiß nicht, wie das nennt genau, man hat mir mal gesagt, das hieß Real Life oder so, ich weiß nicht genau. Und auf jeden Fall, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, ich mache ja auch hier meinen Kanal und einen Playcast, ich habe voll viele andere Projekte, die was mit Videospielen zu tun haben. Ich finde aber trotzdem die Zeit zum Zocken, ja. Ich nehme mir trotzdem irgendwie eine Stunde oder so am Tag oder vielleicht mal auch gar nicht, vielleicht eine Woche, aber ich nehme auf jeden Fall mal die Zeit, wieder abzutauchen und schön irgendwie eine Runde zu datteln. Und deswegen glaube ich, dass wenn ich diese Begeisterung aufbringen kann, obwohl ich gar nicht so viel Zeit habe, glaube ich, werde ich auch nie wieder davon wegkommen. Das ist irgendwie ein großer Teil meines Lebens geworden. Das verleugne ich auch nicht und dazu stehe ich auch. Deswegen, ich glaube, im wachsenden Alter wird sich das Interesse sich nicht ändern. Vielleicht werde ich nicht mehr so intensiv spielen können, aber Spiele werden immer ein Teil meines Lebens sein und Teil meiner Persönlichkeit. Und was ich auch noch sagen wollte, da kann ich mal kurz eine kleine Story erzählen. Also nur um zu beweisen, wie sehr ich hinter diesem Hobby stehe. Also ich war mit meinem Kumpel im Einkaufszentrum, ja, im Mülheim Rhein-Ruhr-Zentrum, wer es kennt, mein Lieblings-Einkaufszentrum ganz Deutschland, ich war schon in so vielen. Auf jeden Fall, wir sind halt so kleiner gewesen, ich war glaube ich 10 oder 9 oder so und wir laufen da rum, auf einmal finden wir auf dem Boden eine Tüte von Karstadt. Wir sofort hin, ja, guck mal, was ist da drin? Ja, wir machen das auf und was ist drin? Damenunterwäsche, BHs und Slips, ja, boah, scheiße. Hey! Lass uns doch mal zum Karstadt gehen und versuchen, das abzugeben und umzutauschen und das Geld einzusacken. Wir natürlich sofort zum Karstadt. Ich, die Frau am Lab voll belabern, so, ja, unsere Mutter, ja, weißt du, mein Typ, mein Kollege, blond, blauäugig, klein, ich groß, braune Augen, unsere Mutter. Ja, nee, und so, ja, unsere Mutter ist beim Minimal. Sie hat uns gesagt, sie hat keine Zeit, es abzugeben. Wir würden es gerne abgeben und so. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Ich habe zwar meinen Namen falsch aufgeschrieben, weil ich habe Thomas Berger hingeschrieben und habe Thomas Berger hingeschrieben. Ach, was für eine Scheiße. Ja, auf jeden Fall, wir haben mal das Geld bekommen. Ich glaube, so an die 20 Mark. Und
Ja, er hat sich eine Currywurst mit Pommes gekauft und ich habe mir eine PC Games gekauft. Ja, also ich habe mit jedem Geld, was ich hatte, habe ich versucht, irgendwie was mit Videospielen zu machen, obwohl ich nicht so viel Geld hatte. Aber ich finde, dass, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass so eine Begeisterung, die ich all die Jahre mitnehmen konnte, dass das einfach mal so aufhört. Ja? Wie viele Stunden zockst du am Tag? Das habe ich gerade eigentlich schon beantwortet. Ich spiele eigentlich nicht so viel, wie man vielleicht vermuten mag. Ich spiele eigentlich im Durchschnitt, sagen wir wöchentlich im Durchschnitt minimal 5 Stunden in der Woche. Ne? Kommt mal auch länger vor, natürlich Wochenende oder Urlaub oder krankgeschrieben oder so, zocke ich halt natürlich sehr viel, aber es kann mal vorkommen, dass ich auch zum Beispiel eine Woche gar nicht zocken will oder kann. Ja? Ich mache aber ja, wie gesagt, den Kanal und den Playcast, also ich habe immer was mit Videospielen zu tun, deswegen kompensiere ich das irgendwie ein bisschen so, ja? Dass ich vielleicht ein bisschen darüber diskutiere und dann habe ich das Ding auch sozusagen verinnerlicht. Big Killer 52699. Erstens, sorry für die zweite Frage, aber warum ist auf einmal nicht das Yeti und hat eine Meinung zu Dead Space 2 oder täusche ich mich, dass du keines gemacht hast? Ja, das muss ich auch nochmal kurz erklären, das habe ich gar nicht irgendwie mal in einem Video erwähnt. Und zwar sind einige meiner Videos gelöscht worden. Zum Beispiel Dead Space 2, Yeti hat eine Meinung zu God of War 3, eine Meinung zu Splatterhouse, Take a Look at, ist gelöscht worden, ein Stück Gambaleben Folge 5. Und noch irgendwas. Also 5 Videos waren es. Das waren alle Videos, die ich auf meinem Kanal hatte, die ja so hier die Urheberrechtsgeschichten hatten. Das irgendwie kam ich irgendwann mal online und mich hat jemand gefragt, warum Ein Stück Gamerleben Folge 5 nicht mehr da ist. Und zum Glück habe ich Ein Stück Gamerleben Folge 5 irgendwo gesichert, dass ich es hochladen konnte. Aber die anderen Videos halt nicht. Und deswegen musste ich leider. Also kann ich jetzt leider, muss ich dann leider darauf verzichten. Ich habe ein Video gemacht, du täuscht dich nicht, aber es ist wie gesagt nicht mehr da. Zweitens, du hast doch in deinen vorigen Videos aufgezählt, dass du Edna bricht aus und Deponia spielen willst. Und was ist mit Harveys neuer Haugen? Also wenn, sofern mir Edna bricht aus gefallen tut, dann werde ich auch Harveys neue Augen spielen. Ist ja klar. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich Harveys neue Augen außer Sicht gelassen habe, sondern mir ging es eigentlich eher darum, dass ich erstmal gucke, wie ist denn der Stil, weil ich könnte auch blind kaufen, weil Dialek machen immer gute Adventures, aber ich trotzdem nicht. Erstmal Edna bricht aus spielen, ich habe noch eine Menge andere Spiele, deswegen, klar, ich werde es auf jeden Fall nachholen. Psycho198, hey Yeti, wollte dich mal fragen, ob du mir vielleicht eine Kamera oder einen Camcorder oder irgendwas in die Richtung für ein paar kleine Vlogs oder ähnlichen empfehlen könntest. Naja, mach weiter so mit deinen Videos. Wenn du nur kleine Vlogs machst, also wenn du jetzt nicht unbedingt rausgehst oder irgendwelche in der Wohnung bestimmte Positionen und Kameraperspektiven anwenden willst, dann reicht auch eine gute Webcam von Logitech, wie zum Beispiel das auch der Rainer Schauder selber benutzt. Die kann HD aufnehmen, die funktioniert auch ganz gut, so wie ich sie mitbekommen habe. Hat zwar einige Macken, aber ist recht günstig. Ich glaube, das kostet 30, 40 €. Damit kann man eigentlich schon sehr gut arbeiten. Georg507. Hey Yetibin, wie siehst du eigentlich die Zukunft der Gothic-Reihe? Ich bin ja eher skeptisch angesichts des Debakels um den vierten Teil, obwohl der dritte auch schon. Naja. Gothic-Reihe ist eine wichtige Geschichte, da Gothic ja wieder, also die Rechte an Gothic hat ja wieder Piranha Bytes zurückerlangt. Ich bin aber der Meinung, dass Gothic nicht mehr existieren wird. Ich glaube, Piranha Bytes ist sehr froh, mit Risen 2 jetzt auch mal wieder andere Wege zu gehen und zu gucken, dass sie vielleicht ihre Marke, die sie wieder mal selbst kreiert haben, ja, etablieren und weiterführen. Wenn sie zu Gothic zurückkehren, dann glaube ich nur aus Not. Ich glaube nicht, dass sie die 3 Teile einfach mal jetzt so weiterführen, weil gerade auch das, was Joe Wood getan hat mit Teil 4, hat ja eigentlich der Serie nicht nur irgendwie vom Image her geschadet, sondern auch inhaltlich von der Story her schon so ein paar Krater hinterlassen. Ich glaube, das wäre sehr schwierig, die wieder irgendwie aufzuräumen. Aus diesem Grunde bin ich da eigentlich froh, dass Risen 2 kommt und ich bin ja ein großer Fan vom ersten Teil. Risen ist ein gutes Äquivalent zu Gothic. Keksi255, der wirklich eine Menge Fragen gestellt hat. Hey Yeti, mich würde interessieren, ob du mal The Darkness gespielt hast. Wenn ja, wie fandest du es und freust du dich auf den zweiten Teil, der ja bald erscheint? Man merkt, dass die Frage nicht aktuell ist.
Ich habe The Darkness 1 gespielt und wie ich gerade gesagt habe, ich habe es sehr, sehr genossen. Es hat eine sehr, sehr düstere und dunkle Atmosphäre, einen sehr, sehr authentischen Helden, wie ich das gerade erwähnt habe, und eine geile Storyline und geiles Storytelling. Besonders eben der Story-Plot-Point, den ich gerade erwähnt habe, der hat mich sowas von umgehauen. Ich war damals so kaputt, weil es halt sich so aufbaut und weil es eben so sich Zeit nimmt für diese ruhigen Momente und dann wird das so ins Gesicht geschlagen. Das war echt ein herbes Erlebnis und ich muss auch dazu sagen, dass The Darkness 1 das erste Xbox 360-Spiel war, was ich jemals besessen habe. The Darkness 2 habe ich durchgespielt, ich habe eine Review dazu gemacht, auf play-cast.de kannst du das anschauen oder auf dem Playcast-Kanal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu noch eine Meinung nachziehen soll, weil ich möchte jetzt auch nicht, dass jetzt alle Spiele, die ich irgendwie von den Firmen oder die wir von den Firmen zur Verfügung gestellt bekommen, dass die auch nur für den Playcast erstellt werden, sondern vielleicht wollt ihr auch meine Meinung zu The Darkness 2 hören, die nicht Awesome Playcast abonniert haben. Dann wieder Keksi255. Hey Yeti, ich habe mal eine Frage. Machst du dir beim Spielen eines Spiels, zu dem du dir vorgenommen hast, ein Video zu machen, schon Gedanken oder Notizen, was später in das Video soll? Oder überlegst du dir erst nach dem Durchspielen, welche Szenen du im Video zeigst oder welche Story-Elemente du erwähnst? Sehr interessante Frage. Ich mache mir keine Notizen. Zwei Gründe. Punkt Nummer 1. Ich bin auch jemand gewesen, der in der Schule beim Referat nach vorne gegangen ist, ohne Kärtchen und ohne Stichpunkte, weil ich irgendwie mich daraus irgendwie... Es ist besser, immer unvorbereitet beziehungsweise ohne irgendwelche Hilfe nach vorne zu gehen und etwas vorzutragen. Ich habe damals die jeweiligen Meinungen auch mit Notizen gemacht, habe aber auch gemerkt, dass ich irgendwie mich daran ranhangel. Besser ist es aber, wenn mir jemand erzählen kann, warum es gut ist oder warum ein Spiel schlecht ist, wenn es auch wirklich dann frei erzählt. Deswegen versuche ich dann Notizen während des Spiels auch gar nicht zu machen, weil jetzt kommt der zweite Punkt. Sobald du einen Notizblock neben dir hast und einen Schreibstift oder Bleistift oder was, dann fängst du auch an, auf Dinge zu achten, die das Spielen eigentlich nicht, also die in dem Spiel gar nicht von Bedeutung sind oder beziehungsweise die vielleicht den Spielspaß verwässern. Für mich ist die Frage, die wichtigste, macht ein Spiel Spaß? Und wenn ich dann irgendwie sitze und gucke, ja, die Steuerung irgendwie ist nicht so schwammig, ich kann hier in 3 Millisekunden nicht mal eine Granate werfen oder so, das sind für mich so, dann zerpflücke ich ja das Spiel und ich möchte das nicht zerpflücken. Ich möchte halt einfach, wenn ich das Spiel durchspiele und das so gespielt habe, wie wenn ich es spielen würde, auch wenn ich ohne Video danach irgendwie rankomme, dass ich danach sagen kann, hat mir das Spiel Spaß gemacht oder nicht? Und das ist eben, natürlich vergesse ich dann wieder ein paar Sachen, aber im Grunde genommen, die wichtigsten Elemente, die mir auffallen, die erwähne ich dann in dem YouTube anhand meiner Meinung und deswegen sollte das auch so gemacht werden, finde ich. MajorFox101, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ich mache zurzeit Let's Plays und mehr auf meinem Kanal, aber bekomme kaum Aufmerksamkeit. Könntest du mir ein paar Tipps geben, wie ich mich aufmerksam machen kann? Ich mache das jetzt seit 4 Monaten ungefähr, aber hab erst 15 Abos. Könntest du, wenn du mal Zeit hast und Lust hast, auf meinen Kanal anschauen? Ich hab's heute auch mit dem Lesen. Könntest du, wenn du mal Zeit und Lust hast, meinen Kanal anschauen und mir sagen, wie du ihn findest und wie du meine Videos findest? Ich verzweifle langsam. Ein Kumpel hat mir zwar gesagt, dass es erst eine Weile braucht, bis mal was passiert, aber 4 Monate? Ich hoffe, du verstehst mich und hilfst mir. Lieber Major Fox, wie soll ich das erklären? Das Problem ist eigentlich meistens, dass die Leute erstens zu viel wollen. Ich habe öfter mal die Anfragen, hey, kannst du mich in deine Abo-Box tun? Kannst du mit mir ein Feature-Video machen und so? Leute, probiert nicht irgendwie so schnell so groß zu werden. Da hat dein Kumpel schon recht, das dauert eine Weile. Besonders auf YouTube dauert das sehr lange. Meiner Meinung nach ist das Problem aber auch ein anderes, und zwar Let's Plays. Wenn du Let's Plays machen willst, musst du dir auch sicher sein, dass du es kannst. Natürlich kann man das selber von sich nicht unbedingt einschätzen und so. Ich keine Ahnung, wie jetzt, ich habe das auf deinem Kanal, muss ich ehrlich zugeben, jetzt nicht geschaut und geguckt, wie die Let's Plays so sind. Ich bin sowieso kein Freund von Let's Plays, ich mag die eigentlich nicht. Aber es gibt
haufenweise Let's Play-Kanäle. Warum muss ich deinen Kanal angucken? Das ist eben der Punkt und du musst mir beweisen oder du musst den Zuschauern beweisen, warum sollte man zu dir kommen? Meiner Meinung nach ist das so, was bei Let's Playern ein bisschen fehlt, ist ein bisschen Persönlichkeit. Ich möchte jemanden haben, den ich auch irgendwie in gewisser Weise kenne oder den ich irgendwie einschätzen kann. Was ist das für ein Typ? Worauf steht der? Wovor hat er Angst? Welche Elemente im Spiel mag er nicht? Und genau das ist ja das Schwierige daran, wenn du mit deinen ganzen Let's Plays, die wahrscheinlich andere auch hunderte Male gemacht haben, ja, dann musst du dich ja irgendwie etablieren. Und das ist schwierig am Anfang. Was mir zum Beispiel sehr gefällt, ist, wenn ich ein Let's Play zu einem Spiel sehe, das ich noch nix, was ich noch nie gesehen habe. Wieso, also das ist auch so ein Phänomen, ich habe das Gefühl, die Let's Player oder die wirklich hart eingesottenen, wie nennt man das, keine Ahnung, leidenschaftlichen, eingefleischten PC-Gamer, die warten auf die Steam-Deals, saugen sie sich alle Limbo und dann gibt es haufenweise Limbo-Let's Plays. Das ist auch so ein Ding, warum soll ich jetzt ein Limbo-Let's Play von dem Kanal angucken, wenn ich es eigentlich auf dem Kanal und auf dem Kanal auch sehen kann? Deswegen, ihr müsst halt gucken. Also es ist eigentlich mein Tipp, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Garant für einen Erfolg. Ich bin selber klein eigentlich. Versucht einfach mal ein bisschen persönlicher zu sein oder was zu machen, was keiner macht. Ja, oder vielleicht, wenn ihr unbedingt Let's Plays machen wollt, guckt, wie ihr es anders macht. Wie ihr es so macht, dass man sagen kann, auf dem Kanal ist es zwar ein Let's Play, aber er ist irgendwie so, dass ich ihn aus Neugier angucken muss. Ist so meine Meinung, ja. Girlie Angel, das ist eine schöne Abonnentin, sag ich einfach mal. Stellt aber sehr gute Fragen, deswegen lese ich sie mal vor. Erstens, was hältst du bis jetzt von Resident Evil Operation Raccoon City? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe ja nicht so sehr auf diese Vier-Spieler-Koop-Action. Ich stehe nicht drauf. Na klar, macht halt natürlich Spaß, aber generell bin ich jetzt nicht der Left 4 Dead-Fan oder so. Mag ich einfach irgendwie nicht. Deswegen werde ich das persönlich wahrscheinlich nicht anrühren, aber ich muss sagen, auch wenn es mit dem Resident Evil überhaupt nichts zu tun hat, glaube ich trotzdem, dass es ein Spielprinzip ist, das sich noch ein bisschen weiter entwickeln kann und ein bisschen ergänzen kann. Vielleicht wird Resident Evil Operation Raccoon City der totale Scheiß, aber vielleicht wird es auch ein guter Ersatz zu Left 4 Dead. Also komplett verneinen würde ich es jetzt nicht, aber ich persönlich spiele sowas nicht. Frage Nummer 2. Was denkst du von Final Fantasy 13.2 und wirst du es spielen? Ich werde es auf jeden Fall spielen, weil ich einfach grundsätzlich Final Fantasy immer eine Chance gebe, auch wenn mich der letzte Teil derbe enttäuscht hat. 13.2 soll ja auch ein bisschen sich, also soll ja sehr enorm sich ein bisschen auf die Kritiken einlassen. Was hat man da verändert? Ein bisschen größere Spielfläche, ein bisschen offenere Welten, mehr Nebenquests, mehr ruhige Momente. Ich glaube schon, dass es vielleicht ein gutes Final Fantasy sein wird. Aber trotzdem hat mich auch irgendwie wieder die Aussage genervt, dass das Ende anscheinend so offen sein soll, dass ich schon keinen Bock habe, am Ende dann so zu sitzen und wie, das war's jetzt? Also, ich werde es trotzdem spielen. Welche Spiele möchtest du denn dieses Jahr vielleicht noch gern spielen? Da gibt es eine Menge. The Last of Us. Ich als Uncharted-Fanboy, Naughty Dog, I am Legend-Style, ich bin voll dabei. Und besonders, weil sie sagen, sie möchten auch ein bisschen das Storytelling auf ein nächstes Level hieven. Das ist natürlich wieder so diese Schmalzerei, aber ja, ich bin gespannt. I Am Alive würde ich gerne spielen, weil ich das Konzept sehr interessant finde. Syndicate würde ich gerne zocken, obwohl viele schon so ein bisschen, ach, das ist ein langweiliger Shooter-Mist. Ja, ich weiß nicht, es könnte ganz geil sein. Spec Ops The Line aus Deutschland ist ein Third-Person-Action-Spiel, wo es aber auch ein bisschen mehr auch so um Entscheidungen geht, so Entscheidungen, Zwiespalt, moralische Geschichten und so, da bin ich auch sehr gespannt. Und endlich mal, dass vielleicht die Deutschen mal so ein Szenario angehen und nicht diese Pathos-Scheiße machen. Was gibt's denn da noch? Wenn es dieses Jahr rauskommt, natürlich auch Tomb Raider, auf jeden Fall, und Hitman Absolution. Das wird auf jeden Fall ein Pflichtkauf für mich. Ich überlege gerade, The Witcher 2 will ich gerne zocken auf der Konsole, weil ich ja, ich würde schon gerne das Spiel auf der Konsole spielen, weil ich gerne mich zurücklehnen möchte auf meiner Couch und nicht irgendwie auf meinem Stuhl da hinten.
Was gibt's noch? Risen 2, definitiv, ist gebunkert, weil ich den ersten Teil sehr geil finde und ich Piranha Bytes es sehr zutrauen werde. Ich werde am Montag die Beta spielen. was denn noch? Das gibt doch so viel. Aber hab ich das gerade jetzt vergessen? Mass Effect 3, verdammt! Dazu muss ich eigentlich gar auch nicht viel sagen. Was denn noch? Ich überlege gerade. Silent Hill Downpour. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir da tatsächlich gefallen. Obwohl ich wirklich ein sehr großer Kritiker gegenüber die neuen, modernen Silent Hill Teile bin. Ich glaube, das könnte vielleicht nicht. Das wird jetzt vielleicht nicht die besten Silent Hill Teile ersetzen oder verbessern, vielleicht sogar, sondern eigentlich eher nur ein guter Neuanfang sein, aber das ist ein guter Weg, wie ich finde. Hast du schon Spielefavoriten für dieses Jahr? Ich glaube, das habe ich gerade beantwortet, oder? An welches Spiel setzt du etwas höhere Erwartungen, zum Beispiel, weil es eine Fortsetzung ist? Mass Effect 3. Also, ich war sehr skeptisch, habe ich ja auch in dem Take a Look at zum Spiel oder zur Demo gesagt. Die Trailer und was ich da gesehen habe, hat mir überhaupt nicht zugesagt. Die Demo hat mir aber wieder gezeigt, dass ich, auch wenn es vielleicht ein bisschen actionreicher werden sollte und wenn es vielleicht mehr gescriptet wird, ich trotzdem immer noch total angetan bin von der Art, wie sie zum Beispiel die Dialoge präsentieren und wie sie dich da reinziehen in diese Welt, in dieses Universum. Ich habe hohe Erwartungen an das Finale, das Endgültige. Und ja. Und die letzten zwei Fragen. Freddy. Hey Yetivin, was hältst du von Wladimir Kaminer? Kenn ich nicht. Und woher stammt dein Akzent? Was denn für ein Akzent? Hab ich einen Akzent? Warum machst du das? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich meinte mein, wenn er schon Wladimir Kaminer schreibt, dann denke ich mal, er meint, dass ich irgendwie, ich bin kein Russe. Also so viel dazu schon mal. Ich habe zwar eine osteuropäische Abstammung, aber ich bin jetzt kein Russe und ich habe jetzt auch keinen Akzent. Also ich kenne den Akzent, ich kann ihn auch nachmachen, weil ich in meiner Familie und meinem Bekanntenkreis und Verwandtenkreis eigentlich dauerhaft damit zu tun habe. Und deswegen glaube ich, kann ich es nachmachen. Aber das ist ein bisschen zu privat. Ich glaube, ich will nicht weiter darüber reden. Das war wieder die erste Folge von Yetivin hat eine Antwort. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir und ich beantworte sie bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, haut rein. Einen schönen Abend noch.